Herzlich willkommen zu unserer 8. Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Koppeln und anderen Spielhilfen wie Kombinationen, Setzer oder Walzen. Zu Setzer und Walzen kommen wir etwas später. Jetzt schauen wir uns erst einmal die Orgeltechnik an. Wir haben in den vergangenen Folgen immer mal wieder von einer Koppel gesprochen. Man könne damit die Register vom oberen Manual im unteren Manual spielen, beziehungsweise mit den Registern unten kombinieren. Heute wollen wir uns das Prinzip dahinter anschauen und überlegen, wie man Koppeln als einfache Spielhilfen zum Registrieren einsetzen kann. Eine Koppel ist zunächst einmal eine schlichte Verbindung von der einen Taste zur anderen. Mechanisch oder elektrisch wird die eine Taste an die andere gekoppelt, damit beim Drücken der einen Taste auch die angekoppelte Taste gleichzeitig betätigt wird. Nehmen wir als Beispiel die Manualkoppel 2:1. Wenn ich diese einschalte, verbinde ich die Tasten von Manual 2 und Manual 1 so, dass beim Drücken einer Taste im ersten Manual auch dieselbe Taste im zweiten Manual gedrückt wird. Hierdurch werden alle Register, die ich auf dem zweiten Manual eingestellt habe, zusätzlich auch auf Manual 1 spielbar. Dasselbe gilt für die Pedalkoppeln. Und die Schreibweise folgt dabei auch immer demselben Prinzip. 2-Pedal bedeutet 2 zu Pedal. 2 wird ins Pedal gekoppelt. Also im Pedal kann ich die Register von Manual 2 mitspielen. Genauso die Koppel 1-Pedal oder 1 zu oder ins Pedal. Wir werfen kurz einen Blick hinter die Kulissen unserer Orgel. Auf dem Bild sehen wir den Koppelapparat, die ganzen an- und abschaltbaren mechanischen Verbindungen, die für Koppeln nötig sind. Die Schaltung der Koppeln erfolgt entweder auf dieselbe Weise wie bei den Registern, also über Zug oder über Wippe. Oder aber es gibt, wie an unserer mechanischen Orgel hier, dafür Fußtritte oder Fußhebel. Durch solche Fußhebel kann man die Koppeln natürlich während des Spielens viel einfacher betätigen als mit einem Registerzug. Jetzt gibt es noch sogenannte Querkoppeln, die am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts in Mode kamen und auch heute wieder in einigen Orgeln gebaut werden. Die bisherigen sogenannten Normalkoppeln, wie etwa 2:1, verbinden immer dieselben Tasten eines Tones, zum Beispiel die Taste 10-0 im zweiten Manual mit der Taste 10-0 im ersten Manual. Ich nehme hier gedeckt 8 im zweiten und Gamba 8 im ersten, zweites Manual, erstes Manual und die Koppel über Fußtritt. Eine sogenannte Superkoppel, super aus dem Lateinischen heißt über, darüber, verbindet die eine Taste, nehmen wir wieder das C0, mit der Taste eine Oktave höher, also C1. Diese Taste mit C1. Eine Subkoppel, Sub bedeutet darunter, verbindet die Taste C0 mit derjenigen eine Oktave tiefer. Das wäre also C groß C. C0 würde mit groß C verbunden. Das geht aber nur so weit, wie Tasten und Töne vorhanden sind. Eine Taste tiefer in unserem Beispiel liegt groß H. Eine Orgel mit üblichem Tastaturumfang hat eine Oktave darunter, aber keine Taste mehr. Deshalb wirkt hier auch eine Subkoppel nicht mehr. Dasselbe gilt für die Superkoppel ab G2 aufwärts. Die Querkoppeln kommen in zwei Varianten vor. Entweder ich verbinde innerhalb eines Manuals, da schreibt man dann zum Beispiel Super 2-2 oder 2-2-4 Fuß. Oder ich verbinde die Manuale untereinander mit Querkoppeln, etwa 2:1, 16 Fuß. Im ersten Fall wird zur Taste C0 innerhalb desselben Manuals die Oktave darüber eingeschaltet. Also, die Superkoppel 2:2-4 Fuß schaltet zu dem C0 die Taste C1 ein. C0, C1,
mit der Superkoppel. Beide Töne zusammen. Oder einfacher ausgedrückt, alle Register, die ich eingeschaltet habe, werden eine Oktave höher noch einmal dazugekoppelt. Aus einem einfachen Salicional 8 Fuß kann ich damit Salicional 8 und 4 Fuß machen. Ich zeige es einmal. Ohne Superkoppel. Mit Superkoppel. Und das gedeckt 8 Fuß und Blockflöte 2 Fuß der Lückenregistrierung wird gedeckt 8 plus 4 Fuß und Blockflöte 2 plus 1 Fuß. Die Lücke, die ich zwischen 8 und 2 Fuß hatte, wird damit geschlossen und ich wechsle sehr schnell auch den Klang. Zuerst ohne. Genauso kann ich mit der hier vorhandenen Subkoppel 2 zu 1 16 Fuß das zweite Manual eine Oktave tiefer an das erste Manual ankoppeln. Klanglich kann damit aus dem Salicional 8 Fuß aus dem zweiten Manual ein Salicional 16 Fuß für das erste Manual erzeugt werden. Ich kann also unter die Kombination Prinzipal 8 Oktave 4 das Salicional als ein 16 Fuß dazusetzen. Einmal ohne. Und mit. Oder ich hole eine Flöte 4 Fuß, wie hier die Spitzflöte 4, auf das erste Manual als eine Spitzflöte 8 Fuß herunter. Die Spitzflöte 4 oben als 8 Fuß. Der Hauptzweck dieser Koppeln sind aber nicht solche Spielereien. Ich könnte die Flöte 4 Fuß ja auch im zweiten Manual mit demselben Effekt eine Oktave tiefer spielen. Nein, man baut solche Koppeln vor allem dann, wenn man den Orgeln noch etwas Reserve an Kraft geben will. In den letzten Jahren wurden solche Koppeln häufiger wieder eingesetzt, so etwa in den Orgeln der Gemeinden Pinneberg, Bad Schwartau, Kornwestheim oder Böblingen. Von verschiedenen Orgeln hören wir dazu noch ein paar Klangbeispiele. Thank you.
Ein weiterer Tipp, vor allem für Orgeln mit wenig Registern im Pedal, zum Beispiel nur einem Supass 16 Fuß. Man kann dem Pedal scheinbar mehr Farbe und Register geben, wenn man auf dem ersten Manual spielt und ins Pedal die Register des zweiten Manuals koppelt. Das kann zum Beispiel sein, dass man den 16 Fuß im Bass mit dem 8 Fuß des zweiten Manuals kombiniert. Erst nur der 16 Fuß. Dazu wird jetzt gekoppelt der 8 Fuß aus dem zweiten Manual. Das kann man ergänzen, zum Beispiel durch den 4 Fuß aus dem zweiten Manual. Bis hin zur Zunge, hier im zweiten Manual das Horn. Und das wiederum lässt sich problemlos kombinieren mit einer Kombination aus 8 Fuß und 4 Fuß im Hauptwerk, zum Beispiel zur Begleitung der Gemeinde. Damit wird der Bass verstärkt. Wenn man die Koppel nun ausschaltet, hat man sofort die Möglichkeit für ein Solo mit Horn im zweiten Manual. Auf dieselbe Weise kann man natürlich ein Solo im Pedal spielen, indem man die Register des Hauptwerks aufs Pedal koppelt. Dann liegt natürlich die Begleitung auf dem zweiten Manual. Ein anderer praktischer Nutzen bei der Gemeindebegleitung ist, dass das Pedal an das zweite Manual gekoppelt wird, das in der Regel ja leiser ist. Damit ist das Pedal nicht zu laut, wenn man nach dem Vorspiel mit Pedal auf dem Manual 2 weiterspielt. Das Pedal bleibt dann klanglich eigenständig, wenn man in der ersten Strophe zum Beispiel auf dem ersten Manual spielt. Für die zweite Strophe kann man dann ganz einfach lauter werden, indem man das zweite Manual an das erste Manual ankoppelt. Für das Nachspiel kann man dann zum Beispiel wieder auf das zweite Manual wechseln. Nun kommen wir zu einer Art Spielhilfe, die viele Orgelspieler sehr gerne hätten und je mehr davon, umso besser. Ich spreche von Kombinationen oder Setzern. An manchen Pfeifenorgeln mit elektrischer Traktur oder auch den meisten Elektronenorgeln gibt es feste und freie Kombinationen oder Setzer. Feste Kombinationen sind voreingestellte und nicht veränderbare Registermischungen, die man mit einem Knopfdruck abrufen kann. Das einfachste Beispiel ist ein Tutti-Knopf. Alle Register können auf einmal eingeschaltet werden. Oder es gibt die Standardmischungen Plenum und Vorplenum. Über solche traditionellen Mischungen werden wir in Folge 13 genauer sprechen und erklären, was das ist. Diese Kombinationen sind an solchen Orgeln unveränderlich. Das heißt, ein Vorplenum ist immer gleich und kann nicht wie bei einer Registrierung von Hand variiert werden. Bei einer freien Kombination kann man über Hebelchen eine Registerauswahl voreinstellen und per Knopfdruck in diese Voreinstellung wechseln, also schnell die Registerkombination austauschen. Ein Setzer macht im Grunde dasselbe, nur auf elektronische Art und Weise.
und je nach Speicherkapazität sind dabei Tausende von Setzereinstellungen machbar. Das sind alles Spielhilfen, über deren Nutzen man sich Gedanken machen kann. Das hört sich alles zunächst wunderbar an. Tausende von Möglichkeiten, alles per Knopfdruck gespeichert, alles kinderleicht abrufbar. Was könnte man da für Konzerte damit spielen? Auf der anderen Seite, das Kinderleichte verführt allzu schnell zum gedankenlosen Gebrauch. Man bleibt bei immer denselben Einstellungen, man wird ein wenig bequem und die Orgeln klingen immer gleich registriert. Und bleiben wir bei der Realität. Unsere Orgeln sind primär für den Gottesdienstgebrauch auch gedacht. Unsere größten Orgeln haben vielleicht 20 oder 30 Register. Die meisten Orgeln sind deutlich kleiner. Der Aufwand für einen Resetzer, der ja zwingend elektrische Traktur benötigt, wäre unverhältnismäßig hoch. Daher, auch wenn ihr an eurer Orgel Kombinationen oder Setzer habt, versucht ohne sie zu registrieren und sucht immer nach neuen Klangkombinationen an eurer Orgel. Bleibt kreativ, lasst euch nicht durch die Bequemlichkeiten der Elektronik verführen. Ein letztes Wort noch zur sogenannten Walze oder zum Registerschweller. Mit dieser Einrichtung war es bei spätromantischen Orgeln möglich, vom leisesten bis zum kräftigsten Klang ein Register nach dem anderen über einen Fußtritt oder eine Rolle, die auch mit dem Fuß betätigt wurde, einzuschalten. Dabei bleibt aber die Reihenfolge der Register völlig unverändert und gleich. Das macht allgemein an den meisten unserer Orgeln keinen Sinn. Nicht nur wegen einer dadurch behinderten Kreativität, sondern weil unsere Orgeln meistens nicht spätromantisch ausgestattet sind. Zur Stilistik werden wir in Folge 16 etwas mehr hören. Spätromantisch heißt, kurz zusammengefasst, die Register und Manuale sind stringent nach Lautstärke aufeinander abgestimmt, eines auf das andere aufgebaut. Das eine Register gibt nicht nur neue Farben, sondern vor allem immer lauteren Klang hinzu. Eine Besonderheit habe ich noch vergessen. Die Engländer waren im 19. Jahrhundert recht erfinderisch. Da wir auch ein paar wenige englische Instrumente dieser Zeit haben, noch ganz kurz ein Wort zu einer dieser Erfindungen, den Combination Pedals. Die Engländer haben es geschafft, über mechanische Tritte bestimmte Registerkombinationen fest abrufbar zu machen. In Welzheim sind deshalb pro Manual 2/3, insgesamt also 4/3, vorhanden, die für jedes Manual eine laute und eine leise Kombination voreingestellt haben. Also, man war schon in der Geschichte immer mal wieder bequem. Ähnliches gibt es auch bei italienischen Orgeln, aber das würde jetzt zu weit in die Orgelbaugeschichte führen. Markus hat ja bereits vorher einige Tipps gegeben, wie Koppeln uns die Möglichkeiten der Registervielfalt helfen auszunutzen und zu vergrößern. Gerade auch bei der Gemeindebegleitung können sie nützlich sein. Eine kurze Erinnerung an dieser Stelle an zum Beispiel die Pedalverstärkung durch die Koppel 2 zu Pedal oder die Möglichkeit, schnell aufzuregistrieren durch die Koppel 2. Manual zu 1. Manual. Gerade letzteres, die Koppel 2. Manual, 1. Manual, kann zum Beispiel auch genutzt werden, um direkt nach dem Vorspiel auf dem 1. Manual das 2. Manual dazu zu koppeln und so die Gemeinde zu begleiten. Auch wenn ihr ohne Pedal spielt, kann euch eine Pedalkoppel helfen.
Wenn ihr das ganze Lied ohne Pedal spielt, dann könnt ihr einmal ausprobieren, nur den letzten Basston mit einem Fuß im Pedal zu spielen. Dazu müsst ihr alle Register im Pedal ausschalten und das Manual, auf dem ihr spielt, ins Pedal koppeln. Dadurch hört man es überhaupt nicht, wenn ihr den letzten Ton plötzlich auf dem Pedal spielt. Der Nutzen aber ist, dass ihr dadurch die linke Hand frei bekommt. Mit dieser freien linken Hand ist es dann einfach, in einer sehr kleinen Pause schnell umzuregistrieren, eventuell fürs Nachspiel, rasch einige Register auszuschalten. Die Aufgaben gleich am Ende sollen euch wieder zum Ausprobieren anregen. Wir verabschieden uns wieder aus Tübingen und sehen euch in Folge 9 wieder, wenn wir uns ein paar Regeln zur Kombination der Register untereinander anschauen.